Also genau vor einem Jahr, am 27. März, war ich morgens noch bei 3 Tage wach zum Frühstück, habe noch Fragen beantwortet, bin noch sozusagen der ganzen Community, die da Fragen gestellt hat, die da aktiv im Netz sind, Rede und Antwort gestanden. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe mir einen Anzug angezogen, bin dann mittags noch essen gegangen mit Freunden, ein bisschen ruhiger und dann abends in den Landtag. Alle haben ja diesem 18 Uhr sozusagen dem Wahlergebnis entgegengefiebert und auch ich dann im Landtag. Ja, es war wirklich ein Marathon, es war ein total turbulenter Abend. Wir haben uns kurz vor 18 Uhr dann zusammengesetzt und auch besprochen, haben dann die Hochrechnung gesehen, dann waren wir erstmal alle sozusagen unglaublich freudig. Es gab richtige Jubelstürme auch innerhalb sozusagen des grünen Raums, wo sich die Grünen versammelt haben im Landtag. Und dann musste ich schon wirklich in den Marathon gehen, eben in den Pressemarathon. Ich habe zig Interviews an diesem Abend gegeben und muss ehrlich sagen, habe dann auch die Hochrechnung gar nicht so richtig verfolgen können. Es war ja auch noch knapp am Anfang. Die endgültigen Endergebnisse kamen ja noch nicht, es waren ja Hochrechnungen. Und ja, das war total aufregend und letztlich war für mich natürlich wahnsinnig aufregend, dann auch wirklich an so einer kleinen Elefantenrunde da im Landtag teilzunehmen und dann auch wirklich bundesweit dann auch über die Sender zu laufen. Das war für mich damals schon wirklich auch bemerkenswert und ich war da sehr aufgeregt davor. Und dann sind wir zur Grünen Wahlparty gegangen nach diesem ganzen Pressemarathon und ja, und dann ging das Feiern an diesem Abend richtig los. Naja, die Zahlen haben sich ja irgendwann auch dann verfestigt, so als dann die auch die ersten Direktmandate kamen, wusste ich, dass wir jetzt, dass die Regierung übernommen wird, dass die CDU und die FDP abgelöst sind, dass nach 58 Jahren der Politikwechsel stattfindet. Das hat sich über den Abend verfestigt. Dass es ein grandioser grüner Erfolg ist, war um 18 Uhr klar und darüber habe ich mich so gefreut, dass wir wirklich diesen Wahlkampf so hervorragend abgeschlossen haben, dass die Dinge, die wir uns überlegt haben, in den ganzen 1,5 Jahren davor auch wirklich aufgegangen sind. Das war auch ein richtig befreiender Moment und letztlich habe ich da gar keine Angst mehr gehabt und habe mich da viel gefreut. Es war aber auch ein Abend, wo man natürlich ein bisschen auch, ja, wo man auch einfach beeindruckt war. Also ich war beeindruckt von den Menschenmengen, die auch auf dem Schlossplatz waren, die da gefeiert haben. Ich war beeindruckt von den vielen Journalisten, die da im Landtag waren. Das waren ja von Al Jazeera bis CNN, alle deutschen Medien waren da vertreten. Es war ein Riesenauflauf und ja, es war ein historischer Abend. Und in Teilen erinnere ich mich da sehr gut dran, in anderen Teilen ist es einfach so, dass dieser Abend auch ein Stück weit an einem vorbeigerauscht ist. Also für mich, als jemand, der von der Universität stattkommt, der jahrelang gegen Studiengebühren gekämpft hat, der auch dafür sich eingesetzt hat auf der Straße, auch in den Universitäten, ist natürlich die Abschaffung der Studiengebühren einer der großen zentralen Erfolge, für die ich auch viele Jahre gekämpft habe, gerade auch in der Hochschulpolitik an der Uni und da habe ich mich natürlich unglaublich drüber gefreut. Aber es gab eine ganze Menge an Highlights, eine ganze Menge an Erfolgen, die wir im letzten Jahr auch hatten und für mich ist das aber das Highlight und ich freue mich da immer noch drüber, dass es uns gelungen ist, die Campusmaut abzuschaffen, mehr Bildungsgerechtigkeit an die Hochschulen zu bringen und trotzdem die Hochschulen nachhaltig zu finanzieren und die Studiengebühren zu ersetzen. Ich finde, das ist ein guter, toller Aufbruch gewesen von grüner Politik und das freut mich heute noch.